Soothe the Lady Wine kennt er auch schon aus 1 Live Plan B. Geschrieben von Matt Corby. Und bevor der nach langem Touren Pause macht und sich zu Hause in Australien entspannen kann, ist er bei uns vorbeigekommen, um über sein aktuelles Album zu sprechen, Tell You Rick. Und weil es eben so nah ist, die Zeit nach dem Touren, Endspurt. Und er sagt, vor diesem Blues, der da bald auf ihn zukommt, hat er schon ein bisschen Angst, weil man, ja, auch irgendwie so aus dem eigenen Alltag rausfällt. You get this post-tour-blues-thing, which is a real, it's not clinical yet, but I mean, psychologists have been looking into it. No, it's, you just, you know, after being regimented and on a schedule for so long. You're falling out of structure. Yeah, it's really obscure. That is the weirdest thing about it, because you're just like, what do I do with myself? Like, I have nothing to do. So it's, yeah, I mean, that sounds amazing. But it is a thing that, like, you feel like you should be doing something. Mm-hmm. You feel like you should be somewhere, and it's this weird anxiety that leaves you after about, you know, 2 weeks or something. But it's not the same kind of boredom as on tour. I mean, we've learned from many artists, it's like a central aspect of going on tour, waiting around for ages. Like, yeah, hurry up and wait a while. That's pretty much the motto of being on tour. Like. And you guys do a lot of sports against it. I've seen that on Facebook. Yeah, Most of your photos is you and your guys doing sports. Yeah. Pretty much, because it's like, that's the moment where we can all just... So how crucial is that? It is crucial. It's like, I think that's the one thing that I learned from these last 10 months is like, you should go out and see stuff and you should distract yourself and you should try and immerse yourself in as many new experiences as you can. Was Matt Corby aus den letzten 10 Monaten Touren so gelernt hat, damit es nicht langweilig wird, ist Sport machen und rausgehen aus dem Tourbus, aus dem Hotel, um Dinge zu sehen und Dinge zu erleben, neue Eindrücke mit eben auf die weitere Reise zu nehmen. Besuch in 1 Live Plan B. Matt Corby aus Australien ist unser Gast heute. Er ist ein gechillter Typ. Noch gechillter heute, der Australier, als eh schon. Es ist die letzte Tourwoche für ihn. War lange unterwegs mit der Band, 10 Monate. Und fast genauso weit weg fühlt sich die Produktion seines aktuellen Albums Tell You Rick, die Aufnahme, das ist im März rausgekommen. Und lustigerweise hatte er letztens genau einen dieser nostalgischen Momente, wenn alles so schnell, ne, wie bei ihm jetzt die Tour, an einem vorbeirauscht und man nochmal ganz so kurz einen eigenen Film im Kopf abspult, wie das alles nochmal war. I was going back a couple of days ago, because me and the band, we've been getting a little bit like nostalgic the last couple of days. And we're like, oh, I remember when we were in the States and old mate did this. And then we went back to like, oh, I remember making the record. And I was like, oh my God, that was actually, it was a really long time ago. It was only a year and a half, but it feels like ages. Yeah, a whole nother lifetime. Because so many things happened between that. Yeah, that's right. Well, like, I mean, a month on the road can seem like 6 months, especially if there's a lot to do. If you're playing maybe 16 or 17 shows in a month in a lot of different countries, you get really scattered and you lose track of time. You could have been chilling for like 3 days, or it actually could have been 3 weeks. And in your head, it doesn't really register because you're just in a new venue that kind of looks the same as the last venue, in front of a bunch of people that kind of look the same as the last bunch of people. And they're all chilling. And, you know, it's like, it becomes really strange, and you have to keep reminding yourself that, oh, it's a new experience for them every day. Mm. So, like, don't mess with that. So are you still happy with that record, even if it's so far away? Or are you sometimes thinking, oh, perhaps I could have done this or that in a better way? Yeah, that's, like, the way that I live, basically. I don't even like anything after, like, the day after. And I have to have someone tell me, oh no, it's good, it's still good. It was as good as what it was yesterday. And you liked it yesterday. Matt Corby, ein hyperkritischer Typ, der zweifelt immer noch nach der Platte, selbst nachdem sie schon rausgekommen ist. Und er braucht einen, der ihm sagt, nein, es ist alles gut, gestern hast du es noch gemocht, halt die Klappe. Vor allem nach 6 Monaten, die Platte ist immer noch gut. Zudem fühlt sich Tell You Rick so unfassbar weit weg an. Ein Monat auf Tour kann sich anfühlen wie 6 Monate, hat er gesagt, weil einfach in so kurzer Zeit so unfassbar viel passiert und alles an einem vorbeirauscht. Und da muss man eben aufmerksam sein, vor allem für die Menschen, die man jeden Tag sieht, für die man spielt und die sich auf einen auch dann gefreut haben. So Abende mit Gästen hier in der Show sind sehr schön. Ja. Vor allem, wenn es so einer ist wie Matt Corby. Mit dem verfällt man gerne in so eine philosophische Schiene. Passiert recht schnell. Passt ja aber auch gut zu seiner Musik.
Das ist Monday vom immer noch aktuellen Album Telluric, das im März rausgekommen ist. Ein Album, das Matt Corby komplett weggeworfen und neu gemacht hat, heißt, eigentlich war es fertig, aber Matt war nicht zufrieden. Er hat das Teil gehasst und am Ende gemerkt, ey, ich habe mir da viel zu viel von der Plattenfirma und allen möglichen Menschen reinreden lassen. Und dann hat er tatsächlich alles noch einmal gemacht. With that experience, there was a few too many cooks in the kitchen. And I guess I was young, so a lot of people didn't really want my opinion, which was funny, because it was like, it's my name and my music and... I think that's just what happens. Like sometimes if you get involved with people that are putting investing money into you, like a record label, they would want to see their investment taken care of. And this, in a business sense, you have to understand that, that they would like to get involved. But then from a creative perspective, you're like, nah, just go away. Like it's like there needs to be some sort of respect there. If the artist wants to do something, they wanted that artist to be an artist. Ja, zu viele Köche verderben den Brei. Genau den Spruch auf Englisch hat Matt benutzt, als es darum ging, hey, das erste Album, bei dem ersten Versuch, ein Album zu machen, da wollten zu viele Leute mitregen. Deswegen hat er Telluric einfach nochmal machen müssen. Das Lustige war, die Plattenfirma hat ja Matt Corby gesagt, hey, wir wollen, dass du deine Emotionen, deine Gedanken rausbringst. Aber sie haben ihn einfach trotzdem nicht er selbst sein lassen. How hard is it for you, or was it for you, to stay yourself? Yeah, I didn't. I think that was the thing. Like, I had a full... I actually had a bit of a psychological breakdown. And we got to the end of the process. I'm like, I hate this. I hate this record. I hate what I made. I don't like what I'm showing. And it was a mutual thing. I think that, you know, everyone that I was working with was like, yeah, it's not that great. And I was like, cool, let's just trash it. Like, who cares? Weil Matt so jung war und ist, war es beim ersten Versuch super schwer, er selber zu bleiben, den verantwortlichen Menschen, die Kohle in ihn gesteckt haben, auch zu sagen, was er will. Also, er hat die Platte gehasst, sich gehasst und zum Glück aber dann auch wieder zu sich gefunden, sodass er jetzt besser weiß, was er will. Belly Side Up. Gut gemacht. In der 1 Live Session hat er uns gespielt. Das ist wie gesagt der Opener vom aktuellen Album Telluric. Zwei Versuche hat er gebraucht. Beim ersten haben ihm zu viele Leute vom Label reingeredet und ihn irgendwie rausgebracht. Versuch Nummer 2 ist dann tatsächlich eine hervorragende neue Platte geworden. Wir hatten das Gefühl, und ihr habt das sicherlich auch gerade mitbekommen bei diesem Song der 1 Live Session, die Platte ist sehr warm, aber gleichzeitig auch ein sehr dunkles Teil geworden. Findet denn Matt Corby das selber auch so? That's probably a good description. Yeah, warm and dark. It's like an Australian summer's night. And that's great. Yeah, that's great. That's what you need. I don't really know how to respond to that. Really. I was really intrigued to see what people would think of this. I just kind of wanted stuff to feel good. And obviously there's a science behind what feeling is in music, but yeah, man, it's a hard thing to explain. So for example, we also thought about it could be a soundtrack for a Netflix series. Oh, that's cool. Something gritty or something. Yeah, or something that'd be stylish awesome. In a way. Yeah. Hopefully one day that happens. I mean, I don't get called up too much to have my songs on things. So, you know, maybe you guys can help me out. Seine Musik klingt also warm und dunkel. Er sagt, wie eine australische Sommernacht. Hat Matt Corby also gefallen, der Eindruck? Und er ist immer daran interessiert, was seine Musik in Menschen auslöst. Aber auch die Idee, dass seine Musik gut als Soundtrack funktionieren würde, zum Beispiel für irgendeine neue Netflix-Serie oder sowas, die Idee hat ihm auch sehr gut gefallen. Und noch mehr, wenn wir ihm dabei helfen könnten. Ja, warum nicht? Habt ihr Kontakte? Kennt ihr wen, der vielleicht irgendeine neue Serie an den Start bringt? Er würde sogar auf Deutsch singen. Und wir tun dann so, als hätten wir ihm geholfen. Nein, wir leiten ihm natürlich weiter, dass ihr dann geholfen habt. Matt Corby, eine Woche bevor es von der 10-monatigen Tour zurück nach Hause, nach Australien, zum harten Relaxen und zum neuen Musikmachen geht, bei uns zu Gast heute in 1 Live Plan B. In dieser Stunde haben wir viel mit ihm über das aktuelle Album Telluric gesprochen, aber nach dem Album und nach der Tour ist vor der neuen Mucke, logischerweise. Was aber neue Musik und Ideen betrifft, da hält sich Matt Corby noch ein bisschen bedeckt. Er will groovy Musik machen, was auch immer das heißt. Wir haben ihm angeboten, einen Alpenhorn vielleicht zu integrieren. Da ist er jetzt nicht so sicher, ob das seiner Grooviness entspricht. Neue Musik von ihm wird so, wie sich sein Kopf und sein Herz zu der Zeit fühlen, wenn er sie schreibt oder aufnimmt. I think it'll be pretty groovy. There's a few real, like some real groovy shit going on.
But I mean, I can't really say that. And you can't really say that about yourself, can you? It's like, oh, I think it's going to be really you crazy. You can give us, I mean, if you want, you can give us complete crap. Like, I'm going to include an Alpenhorn into it or whatever. Exactly. Oh, no, I bought one of those the other day. Yeah, I think, like, it'll just be an elaboration of the last one. Just wherever my head and my heart's at the time, you know, with the lyrics and all that stuff, that will just sort of come out in the process. So, yeah. We hope you won't be too bored. Oh, well, yeah. And first of all, have a great last week. Oh, thank you. Great bored time. Yeah, cheers. Well, yeah, half bored, half productive. Embrace the quiet. Yeah. Couldn't be so bored in Australia. Yeah. Exactly. No, it's a pretty nice place. Thanks a lot. Thank you. Thanks, guys. Thanks very much.